Vor 3 Jahren haben wir in einem Projekt etwas gewagt, wo alle Kollegen gesagt haben, ihr spinnt, das geht nie. Und zwar haben wir versucht, alle Mitarbeiter der Südtiroler Volksbank, das sind über 1000 Leute, einzuladen zu einer Veranstaltung, 1,5 Tage, um über die Strategie nachzudenken, sich damit auseinanderzusetzen und ihren Beitrag dazu zu überlegen. Und das Wagnis hat sich gelohnt. Das Motto lautete, es weht ein rauer Wind am Markt. Dies wird gleich beim Eingang zur Klausur spürbar. Sie sehen, wir befinden uns in einem schwierigen Umfeld. Der Wind bläst uns fast kalt ins Gesicht und wir sitzen trotzdem ruhig und machen uns die richtigen Gedanken. Das Top-Management präsentiert den Strategieentwurf, die Projektleiter die Umsetzungsprojekte. Dann sind die Mitarbeiter um ihre Meinung gefragt. An 135 Tischen wird diskutiert, Meinungen werden gesammelt, Vorschläge ausgearbeitet. Es wird sorgfältig dokumentiert. Wichtig ist die emotionale Verankerung des Themas. Dies geschieht über Analogien und Symbole. Zum Beispiel werden die Anregungen vom Top-Management in Schatztruhen eingesammelt und in den Wochen nach der Veranstaltung aufbereitet. Eine Wand der 1000 Ideen füllt sich innerhalb weniger Stunden. Meinungsumfragen mit Stirnlampen erzeugen Aufbruchstimmung und gute Laune. Die Volksbank-Strategie, wir arbeiten als Beziehungsmanager, beste Lösungen im Dialog, wird erlebbar. Und zum Schluss stellen die Volksbank Südtirol-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den größten Smiley Südtirols. So arbeiten wir in einer Organisation. Sie müssen sich vorstellen, wir haben da knapp 1000 Menschen zusammengebracht, die sich 1,5 Tage lang intensiv mit der zukünftigen Entwicklung von der Südtiroler Volksbank beschäftigt haben und was sie dazu beitragen können. Aus dem heraus sind Projekte entstanden, die wir umgesetzt haben. Bei einem Folgeprojekt sind zum Beispiel um 100% mehr Produktverkäufe entstanden als im Vergleich zum Vorjahr. Deep Unite. Etwas Gemeinsames, Neues entwickelt sich. Der Erfolg folgt.